herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Ich bekam vom Luchterhand Verlag das neue Buch von Ferdinand von Schirach zugeschickt, und zwar Kaffee und Zigaretten. Und das ist das erste Buch, das ich von Schirach las. Deswegen kann ich nichts zu seinem sonstigen Schreibstil oder so sagen. Also ich habe noch einige seiner Bücher hier und ich weiß auch, dass er unglaublich toll schreiben soll und dass auch Sachen verfilmt wurden und dass es auch Theaterstück wohl dazu gibt. Aber ich habe noch nichts dazu, die anderen Sachen noch nicht gelesen. Dieses Buch ist im Hardcover erschienen dieses Jahr und es ist jetzt bereits die vierte Auflage. Es hat 190 Seiten, was jetzt irgendwie nicht so viel scheint, aber ich finde, das Buch ist es auf jeden Fall wert. Ich habe sowas noch nie gelesen. Ich versuche euch zu erklären, worum es geht, was gar nicht so einfach ist. Also es ist auf jeden Fall autobiografisch angehaucht, wenn nicht sogar komplett. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Einiges habe ich recherchiert und es stimmt auch, das hat er selber so erlebt. Bei anderen Sachen konnte ich es nicht rauskriegen und weiß es deswegen nicht. Aber auf jeden Fall sind da autobiografische Elemente drin. Wir haben 48 Kapitel und in jedem Kapitel passiert etwas anderes. Deswegen ist es so schwierig, die Handlung wiederzugeben. Es ist so, dass es quasi, also ich würde das jetzt für mich so übersetzen, Stationen seines Lebens sind, die hier aufgegriffen sind. Manchmal liest man das und denkt, okay, ganz andere Geschichte, dann ist es vielleicht eine Kurzbiografie von irgendjemandem oder es ist ein weltgeschichtliches Ereignis, das er hier benennt. Und es ist nicht sofort klar, warum das jetzt ausgewählt ist und an dieser Stelle steht. Und der Kontext erschließt sich dann nicht immer. Aber wenn man es dann komplett liest, bekommt man doch einen Eindruck, warum er das so ausgewählt hat. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass wir einfach, ja, wie gesagt, Stationen seines Lebens quasi begleiten. Und zwar fängt es an, als er in der Pubertät ist. Und dann gibt es halt auch immer wieder Stationen aus seinem Berufsleben. Also ich finde, es wird so eine Entwicklung auf jeden Fall deutlich. Diese Kurzgeschichten, diese kurzen Erzählungen, diese Stationen haben alle etwas Besonderes. Sie sind entweder wirklich absurd oder es sind tragische Gerichtsfälle. Also er ist ja auch Anwalt. Oder es ist was völlig Absurdes Politisches. Oder es ist was total Abgefahrenes irgendwie, wo man so denkt, ja, das ist eigentlich wirklich krass. Oder er fängt was mit was Banalem an, was in seiner Wirkung irgendwie ganz klein ist und daraus wird ein weltgeschichtliches Phänomen dann irgendwie. Also es ist nichts, was einfach nur so irgendwie dasteht. Alles hat so eine tragende Bedeutung und vieles von dem, was ich hier gelesen habe, wusste ich überhaupt nicht. Viele Menschen, die er hier beschrieben hat, kannte ich überhaupt nicht. Und ich habe es jedes Mal recherchiert, wenn ich die Person nicht kannte und war jedes Mal beeindruckt, wie er das wiedergegeben hat. Sein Sprachstil in diesem Buch empfinde ich als wirklich besonders. Er fängt an mit ganz kurzen, staccato-artigen Sätzen, also wirklich ganz, ganz kurz, kaum Nebensätze und steigert sich dann. Also generell macht dieses Buch, deswegen komme ich auch darauf, dass es seine eigene Entwicklung darstellt, eine Entwicklung durch. Und es steigert sich von Seite zu Seite und am Ende habe ich wirklich seitenweise immer nur gedacht, wow, was für eine tolle Ausdrucksweise, wie wahnsinnig gut ist das denn bitte beschrieben? Und ja, das zog sich so durch. Was hier ganz, ganz stark zum Tragen kommt, ist sein Charakter dahingehend, wie er die Welt sieht, weil man sieht die Welt beim Lesen durch seine Augen im Grunde. Er beschreibt sich selbst am Anfang als depressiv, als synästhetisch, als unverstanden, einsam, ein Stück weit dadurch auch. Es entsteht eine wirkliche Schwere und die wird auch oft aufs Leben bezogen. Also wir haben hier viele Abschnitte, wo einfach deutlich wird, wie schwer das Leben auszuhalten ist. Also wir haben hier keine positiv lebensbejahende Einstellung, sondern es ist sehr realistisch und es wird dann auch oft klar, dass, also gar nicht in Richtung Suizidalität, das spielt dann auch irgendwann eine Rolle, aber es ist nicht das leitende Motiv, sondern einfach wirklich realistisch, es gibt Gut und Böse in der Welt, da hat er auch noch eine eigene Auffassung zu, die ich besonders beeindruckend fand und es ist einfach so, es ist und dann versucht er nicht so arg zu bewerten, sondern geht halt wirklich da rein, dass es anstrengend ist. Und zwar nicht im Sinne von, das Leben ist irgendwie nur schlecht, sondern es ist einfach anstrengend. Und diese Erschöpfung am Leben, die spürt man seitenweise. Das bricht dann immer mal so auf. Ich finde, er hat auch absoluten Humor.
Aber es sind halt wirklich Wahnsinnsgeschichten hier drin. Und er hat eine Lebensweisheit, der ist belesen, was er da so erzählt, wen er kennengelernt hat, was er alles gelesen hat, was das mit ihm gemacht hat, was er da rausgezogen hat. Das fand ich so bereichernd, also wirklich bereichernd. Also ich habe mir auch wirklich Sachen aufgeschrieben, wo ich sagte, gut, das muss ich nochmal lesen. Also er hat hier was aus Epiktets Handbüchlein der Moral, das habe ich gelesen. Aber ich habe zum Beispiel das, was er geschrieben hat, gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Oder Marc Aurels Selbstbetrachtung habe ich bereits zweimal gelesen. Und trotzdem fiel mir nicht sofort ein, wo dieses Zitat herkam, das er hier benutzt hat. Also da ist nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise irgendwie aus seiner Sicht. Und die war ja bereichernd. Bereichernd ist eigentlich das richtige Wort. Es war absolut bereichernd. Dann haben wir hier ganz viele Kurzbiografien von Menschen, die für ihn eine wichtige Rolle gespielt haben. Das wird auch oft deutlich, warum, oder dass er sie persönlich kannte meinetwegen, oder dass er sich mit Aspekten dieser Person identifizieren konnte. Und er schreibt diese Kurzbiografien so spannend. Also ich habe das Buch in 2 Tagen durchgelesen. Ne? Ich konnte es wirklich nicht aus der Hand legen. Abends dann nur, weil ich hundemüde war, und ich habe am nächsten Tag direkt weitergelesen, weil es wirklich, wirklich toll war. Es hat einfach mir unglaublich viel gegeben, das zu lesen. Auch diese Kurzbiografien. Dann gibt es Rechtsfälle, wo man beim Lesen wirklich denkt, das kann niemals wahr gewesen sein. Das ist so unglaublich. Und dann recherchiert man das und das war vor 2 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Und tatsächlich genau so, wie er das da schildert. Und das ist so unglaublich. Also man bekommt auch so einen Begriff davon, was er alles gesehen haben muss in seiner Zeit als Anwalt. Also viele Eindrücke teilt er hier auch, die bekommt man mit. Aber vieles deutet er auch nur so an und man bekommt so eine Vorstellung davon, wie viel Abgründe er eigentlich erlebt hat vom Menschen. Und ich glaube, dadurch setzt sich auch sein Weltbild so zusammen. Zumindest erkläre ich mir das so. Natürlich spielt der Titel auch eine Rolle. Also er geht oft auf das Rauchen ein, was bei verschiedenen Personen das Rauchen für ihn für eine Bedeutung hatte. Und wie er das dann bewertet und was er vom Aufhören mit dem Rauchen hält und auch was das für ihn bedeutet, dass es plötzlich ein Rauchverbot gibt in Lokalen, in Geschäften, im TV oder. Also das hat ja ganz plötzlich eigentlich gestoppt. Ich meine, wenn wir mal so zurückdenken, früher hat irgendwie Humphrey Bogart, Dean Martin, bei allen Auftritten, in allen Filmen, in allen Shows haben die geraucht, kettenweise. Hannah Arendt, dieses Interview, wo sie eine Zigarette an der nächsten eigentlich anzündet. Und jetzt ist das eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Und es wird deutlich, was er davon hält. Er zeigt nicht mit dem Finger auf irgendwelche Leute. Das macht er hier so gut wie gar nicht. Aber es wird trotzdem deutlich, was das für ihn bedeutet. Dass es auch einhergeht mit einer Art Umbruch. Und dass das nicht alles nur positiv irgendwie ist. Und er ist auch sehr überzeugter Raucher. Zumindest kommt das auch durch. Ja, war spannend zu lesen. Dann gibt es hier 2 Stellen im Buch, die haben mich ganz besonders beeindruckt. Und zwar einmal seine Definition von Würde. Sowas Gutes habe ich echt noch nie gelesen in dem Zusammenhang. Also das habe ich auch mehrmals gelesen und habe gedacht, das ist der Hammer. Also genau so sollte Würde definiert sein. Also man hätte nicht übel Lust, den Duden zu animieren, seine Definition irgendwie aufzunehmen. Also das fand ich unglaublich gelungen. Möchte ich euch jetzt nicht vorlesen, damit ihr noch Lust habt, das Buch selbst zu lesen. Und was ich besonders stark fand, und das ist relativ am Anfang und deswegen möchte ich es euch auch vorlesen, ist seine Darstellung davon, wie eine Depression über einen kommt. Er benennt das nicht so, er beschreibt einfach diesen Zustand und ich schließe jetzt daraus, dass es ein Zustand der Depression ist, weil das so für mich in dem Kontext passte. Vielleicht ist es auch anders gemeint, aber ich fand es passte, deswegen benenne ich es jetzt hier so. Und das möchte ich euch vorlesen, weil es mich so beeindruckt hat. Es ist auf Seite 13, also wirklich am Anfang. Genau. Von der Decke beginnt Öl auf seine Stirn zu tropfen. Es rinnt in Schlieren die Kalkwände herunter, überzieht den Holzboden, das Bett, die Laken. Alles wird glatt und verliert seine Struktur. Das Zimmer läuft voll, das Öl schwappt in sein Gesicht, in seine Ohren und in seinen Mund. Es verklebt seine Augen. Er atmet es ein, wird taub und dann ist er selbst das blauschwarze Öl. Und das ist so ein starkes Bild. Wahnsinn. Also auch jetzt, wenn ich es wieder lese, Wahnsinn. Es gibt ein paar Kapitel, die konnte ich nicht zuordnen. Da habe ich wirklich geraten, habe mir dann auch ein Fragezeichen irgendwie oben drüber geschrieben und überlegt, Mensch, was könnte er damit gemeint haben? Und es löst sich auch nicht alles auf.
Das fand ich aber gar nicht schlimm, weil ich war am Ende so beeindruckt. Ich kann dem Buch nicht einen Hauch weniger geben als 5 Sterne. Ich bin hin und weg und ich freue mich jetzt absolut, weitere Bücher von ihm zu lesen. Ich bin noch ganz gefangen vom Eindruck dieses Buches. Ich kann es euch absolut empfehlen. Ich verlinke es selbstverständlich unten in der Videobeschreibung, damit ihr da direkt drauf kommt. Ich finde, es ist auch wunderschön gemacht. Wir haben einen Kontrast zwischen Umschlag und Einband. Und was mich fast verrückt gemacht hat die ersten Minuten, war das. Ich habe gedacht, das Buch ist schmutzig und habe gerieben und geguckt und gemacht, aber hier oben gibt es das auch noch. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das aussieht, wie wenn man auf ein Buchcover ascht mit der Zigarette. Und vielleicht ist das Absicht. Vielleicht bin ich auch bescheuert, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Also wenn ihr euch eine Ausgabe besorgt, dann schaut doch mal unter den Schutzumschlag, ob das bei euch auch der Fall ist und lasst es mich wissen. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Buchhandlung mal nachsehen, weil mich das tatsächlich beschäftigt. Ja, übrigens auch eine wirklich tolle Ausgabe. Auch, also ich hatte noch kein Buch aus dem Luchterheim Verlag. Ich habe das übers Random House angefragt und es hält sich ganz toll in der Hand. Es ist super gebunden. Ich finde die Papierqualität klasse. Also eine absolut hundertprozentig positive Erfahrung, die ich mit diesem Buch hier machen durfte. Und deswegen eine große, große Empfehlung an euch. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, tschüss!